Ja, heute mal ein Video zu dem Thema, ich habe mehrere Hunde und habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, ich werde der vielen Hunde im Training nicht wirklich gerecht. Ich kann mich noch sehr gut an die ganzen Bücher erinnern, die man so liest, wenn man eben damit anfängt, einen Hund zu haben, wo dann drin steht, dass wir so und so viele Stunden Zeit mit dem Hund verbringen müssen, dass wir dies und das und jenes tun müssen, dass wir ihn bürsten müssen, dass wir spazieren gehen müssen, füttern und dass wir natürlich dafür auch ein bisschen Zeit einplanen sollten. Naja, jetzt ist es ja so, dass ich als Mensch, wenn ich Hunde habe, nur ein gewisses Zeitfenster am Tag irgendwo Hunden bieten kann. Und dann, wenn es immer mehr werden, ich natürlich hinterfragen muss, passt das noch so in die Zeit oder eben nicht. Und für mich ist es auf gar keinen Fall so, dass ein Hund mehr einfach nur ein bisschen mitläuft. Also dieser Annahme folgend, das ist immer sehr speziell, sehr individuell. Es kann unheimlich gut funktionieren mit mehreren Hunden und ohne einen sehr großen individuellen Zeitaufwand. Aber gerade dann, wenn Hunde sehr, sehr unterschiedlich werden, dann brauche ich natürlich auch immer für jeden Hund ein Zeitfenster, was entsprechend angepasst an den Hund ist. Bei mir ist es so, dass ich natürlich Hunde der ähnlichen Rasse habe und dadurch die Bedürfnisse auch sehr ähnlich sind. Hinzu kommt, dass ich jetzt aktuell Hunde habe, die in einem gleichen Alter sind oder in einem Alter, wo sie fit sind, wo sie gesund sind, wo sie keine Verletzungen haben, keine körperlichen Einschränkungen oder auch keine altersbedingten besonderen Bedürfnisse, sodass ich natürlich einen Part, nämlich die Bewegung allgemein des Hundes, ganz gut zusammen unternehmen kann mit allen zusammen. Das ist natürlich schon wieder etwas anderes, wenn wir einen Welpen haben. Wenn wir einen Welpen haben, dann brauche ich für diesen Welpen immer wieder extra Zeit, denn ich kann ihn nur sehr schwer mit auf große Runden nehmen. Und ich brauche natürlich für meinen Welpen, um ihm die Welt zu erklären und um ihm auch die kleinen Regeln des Alltags und vielleicht auch in meinem Training darzustellen, eben auch wieder etwas Zeit. Und ich habe aktuell keinen super alten Hund, der wiederum anders Zeit bedarf, weil ich ihn vielleicht auch nicht mehr mit auf die Spaziergehrunden nehmen kann, so wie ich mir das so wünsche. Das ist erstmal der Punkt allgemeine Bewegung. Ansonsten finde ich, dass wir sehr, 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 sehr viel damit beschäftigt sind, uns immer zu fragen, was braucht denn der Hund? Was muss ich alles mit diesem Hund machen? Und welche Bedürfnisse hat er? Und ich habe keine Zeit für noch einen weiteren Hund und, weil wir in unserem Kopf haben, dass wir unheimlich viel Zeit für jeden Hund am Tag investieren müssen. Und sicherlich, wenn wir mit unseren Hunden aktiv trainieren, dann geht es mal, dass wir auch zusammen trainieren, weil ich da natürlich wieder spezielle Aspekte mir herauspicken kann, die ich wunderbar in der eigenen Gruppe üben kann. Aber jeder Hund braucht seinem Alter angepasst auch eine gewisse intensive Trainingszeit allein. Dies ist sicherlich deutlich interessanter, je jünger der Hund ist, denn da fängst du an, Grundsteine zu legen, da fängst du an, die Bausteine für späteres Arbeiten zu legen. Und ich bin der Überzeugung, dass ein 6-jähriger Hund sich zwar über ein Training sicherlich freut, sofern er fit ist, aber das, was wir bis dahin nicht gelernt haben, das brauche ich auch dann nicht mehr über noch zig verschiedene Varianten und Methoden noch unbedingt in diesen Hund hereinzubekommen. Das heißt, ab einem gewissen Alter ist Training für mich Qualitätszeit mit dem Hund, weil der Hund einfach Spaß hat, auch dann, wenn ich noch mal wirklich intensiv alleine mit ihm oder ihr etwas mache. Aber natürlich, jüngere Hunde bedürfen
einfach einer gewissen Zeitinvestition meinerseits, jeden Tag, vielleicht auch jeden zweiten, aber ich muss mir immer wieder Zeit für sie herausnehmen. Grundsätzlich ist es aber für mich so, dass Hunde sich unheimlich gut ins Leben integrieren. Das heißt, nur weil ich meine, ich bin berufstätig und ich habe jetzt nichts mit Hunden zu tun, mir keinen Hund anschaffen zu können oder keinen zweiten Hund zulegen zu können, weil ich dann vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit investieren muss. Ja, es ist alles eine Frage für mich von Gewohnheit und auch alles eine Frage der Routine, wie ich meine Prioritäten setze. Meine Priorität ist nun mal nicht, dass ich jeden Tag mit jedem Hund einzeln eine Stunde spazieren gehe, sondern eigentlich bewegen wir uns gemeinsam und das Training, was ich mit jedem Hund individuell noch einmal machen möchte, das kommt dann on top dazu. Das sind manchmal Kleinigkeiten, gerade dann, wenn wir einzelne Elemente aus der Arbeit herausnehmen, sind es eben kleine Aspekte und manchmal ist es eben auch ein gemeinsames Training. Und sicherlich braucht ein weiterer Hund dazu, immer auch individuelle Zeit von dir. Aber aus Gründen, sich nur mit dem einzelnen Hund zu beschäftigen, weil man Sorge hat, dass die Hunde untereinander sonst sich wichtiger sind, als sie einem selbst die Aufmerksamkeit schenken, das kann ich so nicht bestätigen. Und ist für mich auch überhaupt kein Thema, weil ich ganz froh bin, wenn die Hunde untereinander wunderbar funktionieren und im Grunde sich auch super verstehen, jeder seine individuelle Bindung und Beziehung zu jedem pflegen und haben darf. Und solange gewisse Grundsätze klar sind, spricht da auch in keinster Weise was gegen. Also, einen Hund dazu holen oder überhaupt einen Hund holen, bedarf natürlich einer gewissen Zeit. Und ich glaube, gerade dann, wenn es darum geht, dir deinen ersten Hund anzuschaffen, ist natürlich die Umstellung auch extrem groß, weil du einfach Rhythmen in deinen Alltag einbauen wirst, die du bisher nicht hattest. Und das verändert schon ganz schön ein Leben, das glaube ich. Und das ist auch am Anfang eine Umstellung, aber die macht man ja prinzipiell sehr gerne. Wenn dann Hunde hinterher dazukommen, dann muss ich mir immer bewusst sein, welche Konstellation habe ich dann da? Habe ich auch beispielsweise Rüde und Hündin gemeinsam? Kann es zu gewissen Zeitpunkten im Jahr dazu kommen, dass ich deutlich mehr Zeit aufwenden muss? Aber, und um das ein bisschen umzufassen in die Sicht des Hundes, ja, sicherlich ist Zeit mit dir ganz toll und ganz wichtig, auch für jeden einzelnen Hund. Aber ich habe noch keinen Hund gesehen, der mit einer Uhr irgendwo steht und an jedem Tag seine 2 Stunden Pflege, die es in einem Buch geschrieben steht, irgendwo einfordern geht. Das heißt, du musst dich natürlich immer fragen, bin ich bereit, gewisse Routinen in meinem Alltag so zu arbeiten und so zu leben, dass ich auch mit jedem Hund an dem Ziel arbeiten kann, wo ich dann auch hin möchte? Und bin ich bereit, dass Hunde untereinander genauso ihre Vorlieben haben, ihre Bindung, ihre Beziehung sich super wichtig und toll finden, sich auch von mir aus aneinander orientieren. Wichtig ist einfach nur, dass du am Ende des Tages immer für jeden auch der Entscheidungsträger bist und dass natürlich mit jedem einzelnen Hund klar ist, dass ihr zwar auch als Gruppe funktioniert, aber du in der letzten Konsequenz diejenige oder derjenige bist, die auch wirklich sagen, wo es lang geht, die definitiv ein paar Signale haben, die unmittelbar von allen zu befolgen sind. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, dass es gar nicht so die Zeit ist, die wir uns da immer in den Vordergrund schieben, wenn wir sagen, es hängt an der Zeit. Eigentlich sind es nur Prioritäten, die wir uns setzen wollen oder eben nicht. Und wenn du bereit bist, dir gewisse Prioritäten ein bisschen umzulegen, dann sind auch mehrere Hunde überhaupt kein Problem. Und nein, ich brauche für 4 Stunden für 4 Hunde keine 8 Stunden, weil es in einem Buch geschrieben steht, dass man pro Hund 2 Stunden braucht. Und es ist alles so ein Anpassen, Leben, und Hunde passen sich an alles, was wir mit ihnen tun, am Schluss dann doch an und sind bereit, ein Leben mit uns zu führen, was auch immer wir mit ihnen vorhaben. Und ich glaube, untereinander besprechen sie weniger. Herrchen XY macht aber mit mir das und Herrchen XY aber mit mir das. Und ist das bei dir auch so oder so? Also von daher, mehrere Hunde, ja, du brauchst mehr Zeit, aber es ist manchmal nicht so wahnsinnig viel,
Es sei denn, es sind sehr unterschiedliche Bedürfnisse, die die Hunde haben, aufgrund von Alter, körperlicher Situation oder dergleichen. Und dann ist es natürlich immer gut zu überlegen, packe ich das in meinen Alltag, beziehungsweise will ich das in meinen Alltag packen? Denn ich glaube, da wo ja, Prioritäten gewollt sind, da ist auch Zeit immer zugegen.